Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Unboxing. Heute ist was Neues hier ins Haus geflattert, auf das ich mich schon lange gefreut habe und das ich gerne mit euch auspacken würde. So, das Ganze ist aus dem Hause Völkner. Das ist mal richtig solide verpackt hier. Kann man nicht anders sagen. Also die Jungs und Mädels wissen, wie man es verpackt. So. Zum einen hier so ja, Alu-Riffelblech. Das wollte ich gerne haben. Und dann aber hier das eigentliche Paket. Da, ja. Seid ihr bestimmt genauso gespannt drauf wie ich. Genau, und zwar könnt ihr das hier sehen, ist das der ja, RC-Hänger von Armin. Arme wie, so. Und ja, den habe ich mir bestellt, weil ich gedacht habe, es wird Zeit, auch mal einen gekauften irgendwie zu haben, nicht immer nur sowas selbstgebautes. Nicht, dass das schlecht wäre. Aber Alter, wow! Das ist ein ganz schöner Klopper. Ich hatte den nicht so groß erwartet. Ich meine, gut, der wiegt 2,2 Kilo laut den Angaben. Kommt als Bausatz hier zu euch mit Beadlocks und solchen ja. Aufnahmen. Sieht sehr, sehr cool aus, muss man einfach sagen. Rathäuser, LEDs schon mit dabei, eine vernünftige Zugstange. Also, das ist ein richtiger Klopper. Blattfedern mit Wellen hier. Sind die schon da drin? Nee. Das sind wahrscheinlich hier irgendwie Mitnehmer oder sowas bei den Achsen. Das ist schon. Alter, was haben die denn da reingetan alles? Ist ja krank. Ja, das hier selber ist mal so die Ladefläche. Da passt ja wahrscheinlich sogar noch der Cracksman drauf. Der steht wahrscheinlich mit den Rädern hier auf der Reling. Aber so alles andere 1 zu 10er passt da super rein. Die Bleche hier, die sind ja, noch verschweißt. Aber die kann man hier hinten ranhängen und auch unterschieben, dass sie nicht ja, verschwinden. Insgesamt echt schön gearbeitet, auch ziemlich massiv. Hab den Eindruck, dass es hier über Magnete gehalten wird an der Unterseite. Genau. Hier, das scheinen Magnete zu sein. Ich guck gerade mal. Ja, das ist magnetisch, sodass die da nachher auch drinnen bleiben. Das Ganze ist schön angepunktet, überall hier verschweißt. Das sieht echt ziemlich, ziemlich gut aus. Ich werde den jetzt einmal hier für euch schnell zusammenbauen und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Zusammenbau. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Da bin ich wieder mit dem Hänger.
Das hat ein bisschen gedauert, den zusammenzubauen. Ich habe mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Zeit gelassen, um zu gucken, zum Beispiel, wie hier diese Box befestigt wird. Die ist nämlich für die Beleuchtung, die ist mit integriert. Die LEDs müsst ihr mit so kleinen Kabelbindern oder irgendwie was hier an dem Ganzen mit festmachen, hier jeweils an den ja, sechs Punkten. Man hat hier vorne, hinten und an der Rückseite sozusagen Beleuchtung. Die ist hier denn über diesen, genau, ah, okay, drei Wegeschalter sogar, über diesen Hebel sogar schaltbar. Unabhängig vom Zugfahrzeug, das ist ganz cool. Hier vorne habe ich eine andere Aufnahme als die Standard angebaut, weil die Standard nämlich zu klein ist für meine Anhängekupplung. Hier vorne haben wir dann noch einen Stützpfosten. Der braucht eine ganze Weile, bis man den runtergekurbelt hat auf die gewünschte Höhe. Aber wenn der erstmal unten ist, macht er einen soliden Eindruck und kann halt auch so als Trailer an sich so irgendwo stehen, als Optik erstmal. Das finde ich sehr, sehr cool. Das ist alles aus Metall gearbeitet hier vorne. Sogar die Original-Kupplungsaufnahme ist auch aus Metall gearbeitet. Wir haben auf den Achsen Gleitlager. Die Achse ist sozusagen starr und dreht sich nicht, sondern die Kugellager sind hier mit hinter den Rädern. Deswegen dürft ihr die Schrauben nicht ganz anziehen, sonst habt ihr die festgesetzt. Ansonsten haben wir hier hinten natürlich noch diese Rampen, die sind ebenfalls aus Metall gearbeitet und ja, machen einen recht soliden Eindruck. Das Ganze ist gepunktet, ja, an den Ecken sogar ein bisschen angeschmolzen, ist hier so 1 mm Stahl oder Edelstahl, lässt sich super mit dem Schweißgerät machen. Genau. Die Rampen können hier hinten angehängt werden und dann zum Auffahren von eurem Truck benutzt werden. Optimalerweise habt ihr entweder hier noch Keile, die den Hänger halt gegen das Wegrollen sichern. Kann man sich super mit einem 3D-Drucker machen oder auch kaufen. Und als Zubehör einfach mit an den Wagen noch montieren. Ja, ansonsten hinterm Zugfahrzeug ist das natürlich auch kein Problem. Ja, da gibt es hier vorne zwei Aufnahmen für unterschiedliche Höhen von euren Zugfahrzeugen. Ich habe hier die kurze Variante gewählt, weil die gut zu meinem XX10 passt und auch für den Cracksman das in Ordnung ist. Überrascht bin ich halt echt von der Größe. Die Sandbleche oder diese Auffahrrampen hier hinten, die halten hier hinten drinnen mit Magnethalterung und sind ein bisschen so, ich sag mal, festgekeilt, wenn ich das so nennen will. So, die gehen da teilweise ein bisschen schwer rein, aber wenn sie erstmal drinnen sind, bleiben sie auch drinnen. So, dann habe ich noch als Größenvergleich natürlich mal mein XC10 hier. Den Dingo. Und wenn man den da drauf stellt, ja, der macht hier halt echt eine super Optik, finde ich persönlich so drauf. Aber auch als Zugfahrzeug sieht das Ganze ziemlich, ziemlich schmuck aus. Der Kyosho Outlaw Rampage Video hier irgendwo verlinkt oben rechts von euch, der passt da auch super drauf. Und das war auch die Idee zu diesem Gespann. Weil hier mein Dingo, der hat hier eine Anhängekupplung, eine Aufnahme dafür. Dann einmal wieder das. Upsala, falsche Richtung. Diesen Stützpfosten wieder eingefahren. Der limitiert natürlich hier so ein bisschen die Bodenfreiheit.
Aber ansonsten, ich sag mal, ist das hier ein schönes Gespann. Der wird einfach hier drauf gedrückt. Das ist so ein Pivot Ball. Der hat sich bisher echt bewährt. Und ja, da haben wir das Gespann. Der Hänger soll irgendwas um die 2 Kilo wiegen. Die Blattfedern sind mir noch ein bisschen feste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, ich werde da das eine oder andere Element wahrscheinlich rausnehmen, weil das einfach zu hart ist, um halt scalig zu sehen. Ich meine, hier haben wir halt richtig softe Federung drin in dem ganzen Truck. Und dann haben wir hier so einen knüppelharten Trailer hinter. Ich weiß es aber noch nicht. Das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich wie immer einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr davon wollt. Und wenn ihr Fragen zu dem Hänger habt oder auch zu irgendwelchen anderen Dingen, dann schreibt die natürlich gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr darauf gespannt, was ihr dort reinschreibt. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.